Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch ein paar Sachen zeigen, die ich beim DM und Rossmann gekauft habe. Ein paar Sachen, die neu sind oder für mich neu sind und ja, ein paar schöne Sachen und auch was mir mein Mann geschenkt hat, zeige ich euch auch. Und wir gehen auch gleich in Medias Res. Ich fange mal mit was Geilem an und zwar ist das hier so eine kleine Tasche. Die finde ich so super, die hat mir mein Mann mitgebracht. Und zwar ist es eine richtig tolle Schminktasche vom Aldi. Großartig, ne? Das ist so ein silberner Reißverschluss. Der einzige Nachteil ist, man muss es immer vorsichtig aufmachen, weil sich das Futter immer da drin so verhängt. Und das ist ein bisschen nervig, ne? Man muss das irgendwie, man kann es nicht so schön in einem Rutsch aufmachen. Man muss eben immer gucken, dass sich das da nicht so reinhängt oder muss es so auseinanderziehen. Wenn euch da was einfällt, wie man das Problem lösen kann, lasst es mich gerne wissen. Ansonsten ist die Größe fantastisch, weil es wirklich so ein knautschiges Ding ist. Das heißt, es nimmt halt immer, je nachdem wie viel ihr da reintut, könnt ihr das wunderbar auch in eurer Tasche oder wenn ihr verreist, halt eben verstauen. Und ich habe das Ding ganz voll gehabt, als ich letztens halt in der Wohnung von meiner Mama war. Also es funktioniert großartig. Das Ganze gibt es hier in rosa mit Silber und dann nochmal in so einem dunkelgrün, was so ein Smaragdgrün, sieht auch toll aus. Dann habe ich mir was gekauft und zwar beim Rossmann. Das fand ich sehr interessant. Die hatten da so einen speziellen Aufsteller, der sofort meinen Blick angezogen hat. Und zwar sind es verschiedene Serien. Da gibt es einmal halt eben ein Power Serum Glow and Shine. Dann hier ein Lifting Serum, stärkend und straffend mit Kollagenbooster. Und ein Hyaluron Shot, aufpolstern, hydratisierend, Duohyaluron und Feuchtigkeitsbooster. Das sind immer für jede Hauttyp geeignet. Ich habe schon mal das Hyaluron aufgemacht und es sieht so aus wie so eine Ampulle. Man drückt dann da hinten drauf, so zwei Pumpstöße, das gibt also vorne, ist es dann halt wirklich so eine, sieht aus wie eine Spritze, ne? So ein bisschen medizinisch angehaucht soll es vielleicht sein. Und das gibt man sich auf die Hand und trägt es aufs Gesicht auf. Also ich finde es schön, Feuchtigkeitsspenden, das stimmt. Hyaluron hat auch so ein bisschen klebrigen Effekt, also das lässt sich halt sehr gut als Make-up-Unterlage verwenden, damit das Ganze halt auch so ein bisschen festsetzt oder beziehungsweise länger hält. Dafür ist es ganz gut geeignet. Hyaluron alleine mag ich nicht auf der Haut, weil halt eben das hinterher so klebt. Ne? Also wenn ihr das unter Make-up macht, ja, wunderbar. Habe ich jetzt auch und da klebt nichts mehr, wenn ich jetzt Puder drüber habe. Könnt ihr natürlich auch abends verwenden, dass ihr sagt, von wegen, ihr macht das als Feuchtigkeitspflege. Ne? Aber ansonsten fand ich das sehr interessant. Da kostet so eine Ampulle 5 Euro. Das sind 10 Milliliter. Dann, was auch dann im gleichen Aufsteller war, und zwar ein Body Scrub. Limone und Minzöl für spürbar geklettete Haut. Und zwar eine Salzöl-Peeling. Ja, noch zu, aber ihr seht hier, dass es halt sehr flüssig ist. Und natürlich wahrscheinlich gut durchmischen und dann halt eben, das kommt für mich ins Bad und das fand ich sehr interessant, weil Peelings liebe ich. Stimmt, ist denn hier da? So, dann, das hat sich so ein bisschen dazwischen geschummelt, das habe ich mir mal in Amerika gekauft und war bei Ulta. Und zwar Daily Concepts und zwar ein Jade-Roller. Das ist ein Facial-Roller, der hat oben einen größeren Teil und unten nochmal so ein kleines. Also größere fürs Gesicht, kleinere vielleicht für unter die Augen. Dass man es halt jeden Tag verwendet, was eben die Hautdurchblutung fördern soll. Oder wenn man halt eben auch zum Beispiel so Hyaluron aufgetragen hat, kann man das ganz gut damit auch in die Haut einarbeiten. Und bin ich mal sehr gespannt. Es gibt unterschiedliche Arten von diesem Roller, habe ich schon gesehen. Es gibt auch eins in Rose, Quarz in Rosa. Ach Gott, schön. Und dann gibt es auch lilafarbene, also und ganz unterschiedliche. Und das hier ist eben Jade in Grün. Und ich weiß nicht, ob die Steine irgendeinen sonstigen Einfluss oder Effekt haben. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Dann, was ich noch beim Rossmann gefunden habe, und zwar Isana Young. Und zwar ein Gel-Gesichtswasser. Das fand ich sehr interessant. Das ist relativ flüssig, aber halt eben gelartig. Und das ist halt einfach zum Reinigen. Und das ist Kiwi-Extrakt drin und Aloe Vera. Und riecht göttlich, göttlich. Also wirklich nach Kiwi, Aloe Vera, wunderbar. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Das war ganz billig. So, was haben wir denn noch an Pflege? Genau, mittlerweile auf dem... So, ich habe mir, mittlerweile bin ich auch nicht nur auf dem Retinol-Trip, sondern auch auf dem Vitamin-C-Trip. Vitamin C ist ja relativ leicht, also Ascorbinsäure, reagiert sehr leicht mit dem Luftsauerstoff und wird dann inaktiv. Das ist aber nur die Ascorbinsäure. Es gibt auch verschiedene Formulierungen von Vitamin C, die ein bisschen länger haltbar sind.
Und Vitamin C ist zum einen so ein Radikalfänger, also das heißt auch gut, um halt so eine Anti-Pollution sozusagen. Auf der anderen Seite soll es halt eben aber auch mittlerweile in die tiefen Hautschichten gehen und da das Kollagen oder die Kollagenproduktion anregen, sagt man. Und das Vitamin C bedingt auch, wenn man halt irgendwie so Farbpigmente hat und die möchte man gerne ändern, also dass sie halt ein bisschen auffällt, nimmt man auch Vitamin C. Ne? Ihr kennt es ja von wegen früher, wenn man halt, man hat ja, was ist, Zitronensaft genommen, hat seine Haare gebleicht, ne? Oder man hat Zitronensaft genommen und sich da drauf geschmiert, ne? Dann gehen die Flecken auch weg, ne? Weil es halt eben bleicht. Gut, das macht das Vitamin C. Und das fand ich sehr interessant, das ist eben auch vom Rossmann. Und zwar ist es ein Konzentrat, es sind 7x2 Ampullen. Und das Vitamin C und Provitamin B5 drin, also das Hautvitamin. Und das finde ich halt toll, weil es halt wirklich in so frischen Formulierungen ist, in lichtgeschützten Ampullen. Und da bin ich mal sehr gespannt. Finde ich toll, dass es das jetzt gibt. Und war auch nicht teuer. Nicht genug, habe ich beim Aldi entdeckt. Und zwar eine Vitamin C Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 15. Da ist Kakadu, Pflaumen, Orangen und Acerola-Extrakt drin. Hat mir dann Vogel zermalmt und reingetan. Kakadu, Pflaumen. Oder ich hoffe, sie meinen was anderes. Falten werden bei regelmäßiger Anwendung verhindert. Die Haut mit Langanhalten mit Feuchtigkeit versorgt. Der Teint wirkt strahlend, frisch und gepflegt. Und die Haut fühlt sich seidig zart an. Also auch dieses habe ich auch nicht ausprobiert, aber werde ich auf alle Fälle tun. Und dann gab es nochmal dann auch was Neues von Catrice. Und zwar Darker Brows in 2 Wochen. Und zwar heißt der Brow Artist. Das ist so eine kleine, so ein wunderschönes Packaging mit Rosgold und Braun. Sieht toll aus. Und zwar gibt es da verschiedene Farben und jetzt eben auch zu 0,25 Brünett. Da gibt es, glaube ich, noch Taub und Hell und Dunkel. Und das ist so ein kleines Bürstchen, also wirklich ein längeres Bürstchen, aber ein sehr schmales Bürstchen. Und wenn man das verwendet, sollen sich halt mit der Zeit die Haare ein bisschen dunkler färben. Finde ich toll, weil das ein 2-in-1 Produkt ist. Wunderbar. Fand ich auch klasse, deswegen habe ich es natürlich mitgenommen. Und dann noch 2 wunderschöne Sachen von Catrice, wieder als Limited Edition in der Zusammenarbeit mit Caviar Gauche. Und ach, die beiden Frauen machen ja die wunderschönsten Brautkleider. Und die sind ja, haben immer so geschmackvolle Sachen. Die gibt es hier so einen kleinen Pinsel, so einen Taschenpinsel. Und das finde ich natürlich immer super. Ne? Der ist richtig schön weich. Der ist auch relativ dicht gebunden. Vorne so ein bisschen rundlich. Also ganz, ganz toll. Den kann man wunderbar nehmen für Rouge, für Puder, für alles Mögliche zum Auftragen. Und ich fand den halt von der Größe her ganz fantastisch halt fürs Handtäschchen. Deswegen durfte der mit. Und dann auch was ganz Süßes. Ne? So ein kleiner Schmetterling drauf. Und wo ich das gesehen habe, bin ich fast ausgeflippt. Schaut euch das mal an, diese 4 kleinen Lippenstifte. So süß. Und dann hier noch so mit dem Spiegelchen. Oh, so herzallerliebst. Und ihr seht hier, das sind wirklich schöne Farben. Ich swatch euch die mal alle. So, das sind die Farben. Ihr seht, es sind 2 eher so Nude-Farben. Die sind ein bisschen mit dem Sheen. Und dann 2 Rotfarben, die sind eher matt. Also so ein richtiges Orange, ein schönes, kühles Rot und dann diese 2 Nude-Farben, ganz toll. Also ich bin schwer begeistert, wenn man diese kleinen Mäuse hier ansieht. Es ist so süß. Also, was will man mehr? Ja, also ich freue mich schon tierisch. Halt, hab nur was vergessen. Dann gab es noch so ein Ostergeschenkset und zwar von meiner Lieblingsmascara von L'Oreal, die Paradise. Und da gab es passend dazu noch ein gratis Eyeliner dazu und das finde ich schon klasse, hat mir ein bisschen was gespart, das freut einen natürlich. Ich freue mich auch, wenn ich sparen kann. Und dann habe ich mir noch eins gekauft, ich habe mir noch eins gegeben. Und zwar von Make-Up Revolution und zwar so ein Eraser Towel. Ne, den soll man ja ohne großartig Produkt nehmen können, um halt die Make-up-Reste abzutragen. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Oh, das war's. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr ein Vitamin C Produkt verwendet und wenn ja, was und was euch, was, ne, wo ihr gesagt habt, das hat mir gut getan oder das fand ich sehr schöne Anwendung oder da habe ich einen Effekt gesehen. Also das wäre großartig, wenn ihr mir mal eure Erfahrung mit Vitamin C Produkten unten reinschreibt. Ansonsten hoffe ich wie immer, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Dann gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, das ist kostenlos, aktiviert das kleine Glöckchen. Und ansonsten wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund und werdet gesund. Bis bald. Tschüss.